die Fledermaus verfüttere. Und hinein. Sieh mal, wer das ist. Hallo. Ja, der große böse Batman. Los, komm und hol uns. Jetzt habt ihr noch gut lachen. Sieh dir an, wie er da steht. Musst du keine Katze von einem Baum retten oder sowas? Stimmt, und jetzt hau ab. Wir kontrollieren hier alles. Joker wird dich fertig machen. Tja, seid euch da mal nicht so sicher. Mit dem komme ich da nicht durch, oder? Nee. Selbst das geht nicht da durch. Und auch ansonsten, tja, kommen wir hier nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg finden. Gothams großartige Familie überragt die Stadt. Neues Rätsel. Da ist bestimmt der Wayne Tower mit gemeint. Sieht man den von hier? Nee. Es muss einen anderen Weg reingeben. Es gibt immer einen. Ich muss nur suchen. Es gibt immer einen anderen Weg, ja. Für den Detektivmodus. Ah, hier zum Beispiel. Joker hier. Jetzt, wo ich die Kontrolle habe, würde ich gerne eure Meinungen zu diesem Ort hier hören. Ich bin besonders stolz auf das Dekor. Und ich hoffe, es hilft euch allen dabei, produktiver zu werden. Was die Übernahme angeht. Leicht. Sogar ein Blinder wäre darauf gestoßen. Ja, ja. Immer ist alles viel zu leicht. Gucken. Kann man hier vielleicht irgendwo hochklettern? Ja, da geht's wieder hoch. Das hätte man natürlich auch machen können für die Scharfschützen. Aber gut, hier auf dem Dach wird es ja sicherlich was geben. Da ist zumindest nochmal eine Trophäe. Das heißt, hier sind wir schon mal ziemlich am Ende. Kann man hier das hast du gefunden. Vielleicht rein und dann... Ja, Rätsel gelöst. Yay! Bruce Wayne. Charakterbiografie. Als Kind wohlhabender Eltern verlebte Bruce Wayne eine idyllische Kindheit, die geprägt war vom starken Gerechtigkeitssinn seiner moralistischen und philanthropischen Eltern Thomas und Martha. Nach der Ermordung seiner Eltern durch einen Straßenräuber schwor er an ihrem Grab, das Verbrechen in Gotham City fortan mit aller Härte zu bekämpfen. Er verließ Gotham, um seine mentalen und körperlichen Fähigkeiten in aller Welt zu stehlen und kehrte schließlich als dunkler Ritter in seine Heimat zurück. So ist es. Aber wo kommen wir in die Villa rein? Von da bin ich gekommen, dann ja vielleicht von hier hinten. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo noch eine Luke, durch die man hineinschlüpfen kann. Das ist ein ganz schön großes Gebäude hier. Da kann man vielleicht nochmal hoch. Dann müssen wir uns vielleicht von oben nach unten durchkämpfen. Da geht's hoch. Und dann vielleicht nochmal ein höher. Da zumindest nicht. Da auch nicht. Gucken, vielleicht hier hinten. Ach, immer diese Suche nach Wegen. Vielleicht bin ich auf dem Dach auch einfach nur völlig falsch. Aber ich fand den jetzt eigentlich schon sehr verlockend hier, den Turm. Muss ich ja sagen. Eieiei, das ist riesig. Vielleicht auf dem anderen Turm. Oder am Hof. Hier ist noch eine Trophäe. Na, immerhin das. Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Yippie. Man muss ja auch klein anfangen. Aber wo geht es weiter?
Lasst mich rein, lasst mich rein. Dann hier nochmal. Aber es läuft ja doch alles auf diesen einen Turm da hinaus. Denn an den komme ich nicht ran. Nee, das muss da irgendwie weitergehen. Da muss ich wieder irgendwas übersehen. Toll. Immerhin gibt es keinen Fallschaden. Da kann ich hoch. Na also, geht doch. Jetzt sind wir hier direkt an der Uhr. Hier ist noch eine Trophäe. Ich hoffe, dass es jetzt hier nicht nur für die Trophäe hochgeht. Victor Charge, eine neue Figur freigeschaltet. Fantastisch. Aber ansonsten geht es hier nicht weiter nach oben. Nee. Und auch mit dem Zeiger kann ich hier, glaube ich, nichts groß machen. Nee. Kann man völlig knicken. Dann wieder runter. Dann gehe ich hier nochmal in den Hof rein. Vielleicht muss ich auch einfach nur hier oder da. Da geht's ja auch hin. Vielleicht ist hier ja ein Weg hinein. Ach, hier ist nur eine weitere Trophäe. Wahnsinn. Wenn schon keine Wege... Dann wenigstens dann Trophäen. Ich muss sagen, der Detektivmodus war jetzt bisher auch nicht sonderlich hilfreich. Hallo Jungs, ich bin's mal wieder. Bitte denkt dran, euch gut um all unsere Geiseln zu kümmern. Tod bringen sie uns nichts. Vielleicht hier, aber ich glaube, hier war ich ja eben schon. Genau, dann geht es dann wieder Richtung Turm, der einen so magisch anzieht. Ich könnte natürlich nochmal gucken, ob man hier auf die andere Seite der Villa kommt. Ne, da ist Klippe. Na, immerhin. Das kann man schon mal ausschließen. So schwer sein, ihren Eingang zu finden. Es gibt immer einen weiteren Eingang, hat ja selbst Batman gesagt. Moment, hier ist doch jetzt die andere Seite, oder? Hier waren wir noch nicht. Dann finde ich hier vielleicht nochmal eine weitere Trophäe oder so. Oder doch den Eingang? Hier ist wieder Dach. Das sieht ganz nett aus, aber bringt uns auch nicht weiter. Ne, hier komme ich nirgendwo rein. Da komme ich nicht mal hoch. Da war ich doch. Oder war da eben was? War da eben was? Da ist was. So. Warum in der Schwärme pfeifen? Schweifen. Wenn das Gute. So nah oder so. Egal, dafür einen Haufen Trophäen gefunden. Da suchen andere bestimmt lange für. Ich suche für den Eingang lange und finde die Trophäen im Nu. Hehe. Sehr schön. Dann können wir den auch mal wieder ausmachen. Geht's wieder recht. Glauben, dass Batman gerade weg ist? Ja, der stinkende Feigling ist mit dem Umhang zwischen den Beinen weggeschlurft. Wenn er versucht hätte durchzukommen, hätte ich ihn erledigt. Er hätte keine Chance gehabt. Ja, ich auch. Ich hätte ihm den Kopf abgerissen und Joker als Briefbeschwerer geschickt. Hui, den müssen wir natürlich so ausschalten.
hoffe, die anderen nehmen sich jetzt nicht die Waffe, die da noch rumliegt. Sei brav. Der ist brav. Der bleibt brav. Der auch. Reicht das? Müsste doch wieder für ein Level abreichen, oder? Der Balken ist voll. Der Kreis ist voll. Komm. Yeah, Upgrade. Was haben wir hier? Multifrequenzzünder. Ich glaube, ich nehme den Zwillingsbatarang. Dann können wir nämlich jetzt hier... Ach so. Mit dem kann man dann sogar, zack, zwei Stück werfen eigentlich. Dafür braucht das Ganze auch ein bisschen, um aufgeladen zu werden. Aber das ist nur fair. Was haben wir denn hier? So, rein da. Wir brauchen die Formel. Aber nicht da. Was ist jetzt eigentlich das nächste Ziel? Finde Dr. Young. Ja, wenn es weiter nichts ist. Dann bleibt nur die altbekannte Frage, wo geht's weiter? Ich meine, von da sind wir ja quasi gekommen. Da oben geht's weiter. Nee, nicht da oben. Das andere oben. Da oben. Genau, dann gibt es da einen netten Schacht. Ziehen, 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 ziehen. Sehr gut. Und ab dafür. Ja, schön hier. Ah, alles klar. Kann aber sein, dass es hier tatsächlich nur das geheime Ding gibt. Und ich möchte es einfach mal probieren. Okay, Batman wird davon nicht in Mitleidenschaft gezogen. Okay. Chronik von Arkham gefunden. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gothams. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Ja, sehr schön. Entschlüsselte Nachrichten Nummer 2. Dann. Na, wollte gerade sagen, passt du da nicht durch? Wer ist die Hauptperson in der Haupthalle? Ich würde mir sagen, der da vorne. Hey, verdammt, verdammt, das wollte ich nicht. Keine Ahnung, ob hier Bewaffnete sind oder nicht. Aber scheinbar nicht. Zumindest keiner auf mich geschossen. Dann ist das hier einfach mal wieder ein sehr heftiger Kampf mit vielen netten Leuten. Tschüss. Okay, das wäre platziert natürlich besser gewesen. Na. Das müssen wir noch üben mit dem Werfen. Und geschafft. Sehr gut. Durchsuche Arkham, die Arkham Villa, um Dr. Youngs Forschungsergebnisse vor Joker zu finden. Ich denke mal, dass das hier die Hauptperson sein wird. Nicht? Kein Objekt geordnet. Nee, dann ist es das nicht. So, da wir ja keine Zeit haben, wir müssen ja unbedingt die Forschungsergebnisse finden, machen wir erstmal hier ein paar Riddler-Aufgaben. ja. Hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte.
Warum sagt er eigentlich die ganze Zeit, dass seine Rätsel schlecht sind? Weil wenn ich Rätsel mache, muss ich es doch sie so machen, dass sie gut sind, oder nicht? Guck, kann ich mit denen hier... Nee. Zack. Zack. Dann können wir hier nochmal reingucken, was da Schönes drin ist. Vielleicht ein Tonband oder noch eine Trophäe. Mal gucken. Ist es auf. Brav. Nur der hier. Sonst nix. Ich bin enttäuscht. Okay. Interessant. Oder ist da vielleicht eine Plakette dran? West Wing. Dr. Young. Hm. Kein Objekt geortet. Ach ja, das hier wird die Hauptperson in der Haupthalle sein, oder? Vielleicht? Nee. Es bleibt mysteriös. Es bleibt mysteriös. Okay, dann mal gucken. Wo kommen wir denn jetzt hier weiter? Es gibt hier viele verschiedene Räume. Dann gucken wir doch mal hier rein. Gordon. Ist die Hauptperson. Ist schlechter als ich dachte. Bei diesem Tempo schlägst du mich niemals. Tja, ist ja auch nicht mein Ziel. Was braucht ein Vogel im Regen? Ein Regenschirm? Ah, der Pinguin. Ich habe bisher alle Rätsel gelöst. Der Pinguin ist einer der ältesten Feinde des Dunklen Ritters. Der exzentrische Superschurke und bekennende Vogelfreund ist für seine Regenschirme und zwielichtigen Geschäfte gleichermaßen bekannt. Die beliebte Iceberg Lounge von Gotham dient Cobblepot als Fassade für zahlreiche illegale Geschäfte, die nachhaltig zur Finanzierung der städtischen Unterwelt beitragen. Trotz seiner geringen Größe ist der Pinguin ein gerissener Gegner, in dessen Regenschirm zahlreiche tödliche Waffen und andere Überraschungen schlummern. Zack. Das ist so schon lustig, dass die Bonuspunkte geben. Wo haben sie hingebracht? Keine Ahnung. Joker erzählt nichts von seinen Plänen. Okay. Einer bewaffnet, einer unbewaffnet. Er ist hier! Oh, verdammt. Nicht schlimm. Ich war schneller. Der Lucky Luke unter den Superhelden. Da könnte man noch jetzt mal den Doppelbatarang ausprobieren. Erstmal gucken, ob ein Bewaffneter dabei ist. Nein. Und zack. Willkommen in der Bibliothek von Arkham. Geschichte ist so ein traumatisches altes Hieler ein Mord darf, um jeden in den Wahnsinn zu treiben. Genau, blindes Tastenspam ist übrigens auch nicht gut in diesem Spiel. Er führt alle bedrückten Tasten aus. Tschüss, Blackout Pit. Schön, dass du da warst. Eine gute Nacht. Und bis Mittwoch. Zack. Kaputt. Der lebt immer noch hier. Wir töten sie ja nicht, wir schlagen sie ja nur K.O. Wenn du das sagst, dann muss ich das wohl tun.